Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das Traurige an der aktuellen Situation ist, dass es nicht so weit hätte kommen müssen. Natürlich ist der Auslöser der aktuellen Krise ein hoch ansteckender, gefährlicher Virus. Auf solche Phänomene haben wir auch im 21. Jahrhundert nur begrenzt Einfluss. Es ist aber kein Naturgesetz, dass eine Pandemie die Gesundheit, das Leben und die soziale Existenz von hunderten Millionen Menschen weltweit in ernsthafte Gefahr bringt. Es sind die Gesetze des Kapitalismus, die es nicht zulassen, das Wichtigste nun ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Schutz von Menschenleben, Sicherstellung der Grundbedürfnisse von uns allen, Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft, koordinierte internationale Hilfe. Eine Wirtschaft, in der eine kleine Krisenklasse von Besitzenden auf chaotischen Märkten gegeneinander antritt, ist nicht in der Lage, die dringenden Bedürfnisse von Milliarden von Menschen zu befriedigen. Ganz gleich, ob es um Beatmungsgeräte oder fehlenden Gesundheitsschutz in Krankenhäusern und Werksheimen geht. Im Kapitalismus wird umgesetzt, was Profit verspricht, nicht, was gesellschaftlich sinnvoll ist. Doch nicht nur in der Pandemie versagt der Kapitalismus. Schon vor Corona wurden Massenentlassungen in der Metallindustrie angekündigt, war das Personal im Gesundheitswesen schlecht bezahlt und heillos überlastet, hat die Miete oft einen Großteil unseres Lohnes aufgefressen, haben Frauen durchschnittlich 20% weniger verdient, wurden wir durch den Klimawandel bedroht, wurden Kriege um Märkte und Rohstoffe geführt und vieles, vieles mehr. Die kommende Krise, die durch das Virus nicht ausgelöst, aber beschleunigt wurde, wird all das nun massiv verschärfen. Der einzige Umgang, den die Herrschenden mit dieser Krise anzubieten haben, deutet schon an, in welche Richtung es geht. Milliarden Zuschüsse und Kredite für Unternehmen. Kurzarbeit, Entlassungen, Zwangsverpflichtungen, Verlängerung der Arbeitszeit und Lockerungen beim Kündigungsschutz unserer Klasse. Wir Lohnabhängigen sollen die Krise ausbaden. Es ist höchste Zeit, eine neue, eine sozialistische Gesellschaftsordnung zu erkämpfen. Eine nachhaltige Wirtschaft, die in den Händen der arbeitenden Menschen liegt, in der Räte, in Betrieben, Stadtteilen und Bildungseinrichtungen planen, was und wie produziert wird. Eine Wirtschaft, die in der Krisenzeit in der Lage ist, die Produktion von nicht notwendigen Gütern zu stoppen und diejenigen Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen, die unbedingt weiterarbeiten müssen. Ein System, das es schafft, wichtige Güter für alle Gesellschaftsmitglieder zu organisieren und internationale Hilfsketten aufzustellen. Eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, die Reserven für Notfälle bereithält. Eine Gesellschaft, die gerade den Schwächsten die Hand reicht, statt sie im Mittelmeer ertrinken zu lassen. All das und noch viel mehr wäre möglich. Aber wie kommen wir dorthin? Leider reicht es nicht aus, die besseren Argumente zu haben. Eine sozialistische Gesellschaft muss gegen die Klasse der Reichen erkämpft werden. Wenn jetzt Arbeitszeiten verlängert werden und gleichzeitig entlassen wird, die Polizei neue Befugnisse bekommt und Geflüchtete vor den Grenzen sterben, dann ist das eine Seite dieses Kampfes. Es ist Klassenkampf von oben. Es kommt jetzt darauf an, dagegen den Kampf unserer Klasse zu entwickeln und ihn mit der Perspektive einer Gesellschaft ohne Klassen und ohne Ausbeutung zu verbinden. Wenn das keine hohen Phrasen bleiben sollen, müssen wir jetzt aktiv werden. Wir müssen uns vorbereiten, dort zu sein, wo die Klassenwidersprüche in der kommenden Zeit besonders deutlich hervortreten werden. Wir müssen Teil der entstehenden Abwehrkämpfe sein und sie mit revolutionären Perspektiven verbinden. Wir müssen den Faschisten effektiven Widerstand entgegensetzen und aufzeigen, dass ihr Rassismus unsere Klasse nur spaltet und daher letztlich nur im Interesse des Kapitals ist. Wir müssen gleichzeitig beginnen, unsere Strukturen besser zu schützen. Denn der Gegner in diesem Kampf sind nicht nur die zahlenmäßig wenigen Kapitalisten, sondern auch der Staat, Geheimdienste und Polizei, deren Aufgabe gerade in Krisenzeiten ist, die bestehende Ordnung
die Ordnung der Reichen aufrechtzuerhalten. Das alles ist nicht leicht, aber notwendig, um revolutionäre Gegenmacht aufzubauen. Denn eine Linke, die nur kluge Flugblätter schreibt, braucht niemand. Lasst es uns gemeinsam anpacken. Für den Kommunismus.